Und herzlich willkommen zurück zur letzten Map, sowohl von der letzten Episode und damit auch von dem Dings der Bumster als solches, von Call of Doom Sigil Ultimate. Ja, wie gesagt, ab nächste Woche muss ich dann gucken, was ich denn mache. Bisher habe ich geplant, einfach mit Call of Doom weiterzumachen, und zwar Extermination Day. Ich habe jetzt aber auch vor kurzem wieder eine Project Brutality Version bekommen, eine aktuelle. Also GitHub, ne, von GitHub. Die jetzt tatsächlich auch mal wieder funktioniert. Das heißt, vielleicht können wir auch mal wieder ein bisschen mit Project Brutality spielen. Mal gucken. Jetzt geht's auf jeden Fall mal weiter. Hier mit der Map, wo wir am Anfang relativ viele Lost Souls haben. Wir werden also erstmal stealthy agieren. Wo ist denn der Ausgang? Nein. Ja. Nein. Hä? Ah ja, voll stealthy und so. Die sind doch schon wieder alle weg hier. Das funktioniert nicht wirklich. Ich glaube, dann brauchen wir auch gar nicht das Selfie vorgehen. That make no sense at all. Nee, da. Ist denn hier lang? Ach, hier geht's lang. Aua. Oh Gott. Nein. Ja. Durchbrechen durch Lost Souls, natürlich eine Sache, die eher nicht so funktioniert. What the fuck, Alter? Ach, jetzt bin ich wieder hier. What the fuck? Digga, ernsthaft, Spectris? Ich hab da alle Langeweile, Mann. Und jetzt? Mist. Wo muss ich denn da raus? Digga! War das gerade der Spectre, der mich verletzt hat? Deren Zähne werden immer länger. Können diese Lost Souls durch das Gitter schlagen oder was? Ich will nicht mehr. Okay, komm, nehmen wir hier die Shotgun. Wo zur Hölle muss ich jetzt hin? Digga! Ist ja gut jetzt! Da, schon wieder hier! Wo muss ich hin? Herr im Himmel!
Muss ich hier rein? Nein, auch nicht. Ich häng schon irgendwo fest, sag mal. Ja, klar. Meine Fresse. Okay, was soll's. Bleiben wir einfach hier. Na super, jetzt kommt natürlich keiner mehr rein. Der Waffen nun! Ist das witzig! Ich hasse diese Map. Ich hasse Doomsigil. Er teleportiert euch rein, ihr Wichser, Alter. Oh Mann, das ist nicht dein Ernst. Nope! Einfach nein! Was muss ich jetzt hier machen? Hier muss doch irgendwas gehen, was ich machen muss! Ja, ist doch gut. Herr im Himmel, Alter. Oh Gott, oh Mann, Alter. Ja, ist ja gut, okay. Verstehe.
Ich weiß nicht mehr, wo ich da hin muss. Herrlich. Wie komme ich da am besten hin? Jetzt ist das weg. Ist das das hier oder was? Ja. Wo geht's jetzt schon wieder hoch hier? Oh, Herr im Himmel. Ist immer noch einer, wo denn? Okay. An die dritte Falle kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. So, wo war der Typ? Wo ist denn der? Ach, hinter einer Cake-Wand. Natürlich hinter einer Fake-Wand, wo denn auch sonst? Ha! Ich verstehe das nicht. Kann mir mal irgendjemand sagen, wo dieser Hurensohn steht? Damit ich ihn seiner Hure zufügen kann? Ach, Herminchen. Von der Rumpfine Kleinteilen erschlagen, ich glaub das nicht, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Was bist du hier eigentlich? Okay, du hast einfach gar nichts. Trotzdem danke. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ihr seid doch alle strohdumm und bescheuert, ey. Herrlich, herrlich, du. Ist nein. Einfach nein, einfach nein.
Ist das jetzt gerade euer Scheiß Ernst hier? Alle Stämme davon, außer der Shotgunner. Das war's damit auf jeden Fall schon mal. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Doom Sigil ein bisschen mehr für modernere Spiele auch ein bisschen optimiert sind, aber ja, mit modernen Brudel Doom, Realism Tactical Mode, brauchen wir es gar nicht probieren. Aber selbst mit Call of Doom, Digga, du bist ja. Du bist nur am Neuladen. Das ist ja. Boah. Ich meine, Doom Sigil ist cool. Auch von der Location her. Aber dieses ständig Neuladen kann schon ganz schön deprimieren. Not bad, not bad. Wie gesagt, klar, ist natürlich eine Art, ne, Doom ist halt typisch Trail and Error. Deswegen gibt es auch diese Schnellladen und Schnellspeichern. Aber trotzdem, Alter. Das ist natürlich, das war eine Hausnummer, du. Das war eine echte Hausnummer. Tja, ich glaube, da seid ihr zur Abkühlung. Ab nächste Woche erstmal wirklich der Extermination Day. Das ist wenigstens schaffbar. Ohne ständig neu zu laden. Soweit ich weiß. Also, ich habe nur die ersten paar Maps im Kopf. Und bei denen geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, später kommen wahrscheinlich auch ein paar Maps. Also. Heftig. Echt heftig. Wie viele Maps haben wir eigentlich 40 Stück, ne? Ja doch, genau, 40 Stück. Eben, 5 Episoden at 8 Folgen. At 8 Maps. Putsch, Alter. Na dann, würde ich mal sagen, wir haben es irgendwie geschafft. Dann sehen wir uns dann auch irgendwann mal wieder. Also sind die 5 Wochen denn. Ich weiß noch nicht genau, was wir da machen. Wir können mal jetzt gucken hier auf unserer To-Do-Liste. Da haben wir noch ein paar Sachen stehen eigentlich. Können wir mal gucken, ob wir davon vielleicht. Oh, bitte nur einmal öffnen. Ob wir davon irgendwie was abarbeiten können. Nein, das ist die falsche. Das ist das hier. Ne? Wir haben hier noch Brutal-Hexen. Aber das hier können wir noch machen. Ein bisschen Doom for Doom spielen. Da hat man irgendwie angefangen, aber den nicht weitergemacht. Okay. Ansonsten haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Auch alles mit Brudeldoom. Ja gut, TNT und Plutonium werden auch extrem schwer. Also was wie Hellbound, weiß ich gerade gar nicht, wie das wird. Also das können wir durchaus mal machen. Immer wieder ein bisschen, ne, ein bisschen Doom vor Doom spielen. Was ich auf jeden Fall hier noch mit reinschreibe, ist, E-Day mit Call of Doom, das werden wir irgendwann auf jeden Fall machen. Wie gesagt, vielleicht schon sogar schon nächste Woche jetzt denn. Alien Vendetta. Sunless ist auch eine geile Map.
Das Problem ist halt, die ganzen Map-Packs, die sind halt ultra geil, aber ne, die sind halt auch extrem knackig. Gerade denn die späteren Levels jeweils immer. Wir machen einfach das hier, easy. Tja. Brutal Hexen und Brutal Herbetik. Wäre ja, natürlich auch eine geile Option. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die aufgehört hatte. Da hatte sich, glaube ich, irgendjemand in den Kommentaren beschwert, dass Hexen und Heretic langweilig sind. Keine Ahnung. Finde ich persönlich jetzt nicht. Ich mag Hexen und Heretic. Aber eben, wir hatten ja bereits Vanilla Hexen und Vanilla Heretic gespielt und so viel anders sind die Dinger jetzt auch nicht. Von daher kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, okay, komm, nochmal Hexen, wenn sich das Gameplay nicht so stark ändert. Macht wirklich nicht viel Sinn. Wir haben Doom Eternal gespielt und nicht abgeschlossen? Okay. Was ist denn da passiert? Ich meine, können wir jetzt vergessen? Können wir nicht mal weiterspielen? Weil, achso. Ich weiß gar nicht, mit welcher Version hatten wir das gespielt gehabt? Ne, weil gab es jetzt ein paar Updates, sowohl bei GZ Doom. Ich weiß nicht, wie alt der Spielstand hier ist. Aber auch Brutal Doom hat sich ja geupdatet. ja, genau. Ja. Muss mal gucken. Ich habe eine Woche Zeit zum Überdenken. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche wirklich erstmal weitermachen hier mit Examination Day. Einfach weil Examination Day so eins von den Maps sind, die mir persönlich halt am meisten Spaß machen. Leider gibt es keine weiteren Projekte, die so in die Richtung gehen wie Extermination Day. Finde ich offen gesagt extrem schade. Ansonsten versuchen wir noch irgendwas zu spielen mit Doom for Doom vielleicht. Wobei Doom for Doom ist halt auch sowas, ne? Doom for Doom ist halt, macht halt unglaublich viel Spaß. Ist aber auf Dauer ganz schön ermüdend. Und gerade dann solche Sachen hier wie Alien Vendetta, wenn die so schon so schwer wären. Mit Doom for Doom müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Ja. Von daher. Bis nächste Woche. Also bis übermorgen.